GTA 6 Codename Fireball geknackt. Das steckt dahinter. Ja, Freunde, herzlich willkommen bei diesem ultra spannenden Video. Ich freue mich auf jeden Fall, euch alle hier begrüßen zu dürfen. Denn heute reden wir über ein sehr heißes Thema, und zwar GTA 6. Ja, und GTA 6 ist momentan in der Phase, wo es ultra geheim gehalten wird, obwohl es irgendwo offiziell bestätigt ist. Und dieses Phänomen kennen wir nur von Rockstar Games, denn Geheimnisse halten können die auf jeden Fall. Und bis auf den Mega-Leak, der letztes Jahr erschienen ist, wurde Rockstar Games doch nie so krass geleakt und sind somit die einzigen, die so stabil unterwegs sind. Also bei denen wird Betriebsgeheimnis ganz groß geschrieben. Und ganz groß sind nicht nur die Betriebsgeheimnisse bei denen, sondern auch die Games, die released werden. Denn egal welcher Titel erscheint, dieser Titel bringt die Gaming-Szene immer wieder auf den Kopf. Die Rede ist von jedem GTA-Teil oder auch Red Dead Redemption. Jeder Titel hat immer die aktuellsten Konsolen an die Grenzen gebracht. Denn immer wenn es hieß, warte mal, das ist unmöglich, dann kam Rockstar Games und hat gesagt, Moment, halt bei meinen Energy, wir regeln das. Ja, und dadurch, dass die Titel natürlich erstmal geheim gehalten werden müssen, gibt es quasi Codenamen. Das ist jetzt nichts Erfundenes von Rockstar Games, sondern gang und gäbe in der Gaming-Szene. Doch diese Codenamen haben natürlich auch Bedeutungen. Und der Codename von GTA 6 lautet Fireball. Ja, ihr habt es richtig gehört, Codename Feuerball. Doch dahinter steckt natürlich mehr, und das Ganze werden wir gleich besprechen. Unter anderem werde ich euch auch Leak-Ausschnitte zeigen und den ersten offiziellen Schauspieler von GTA 6. Doch bevor das Ganze anfängt, würde es mich mega freuen, wenn ihr alle ein Like und ein Abo auf diesen Kanal da lässt, und vergesst auf gar keinen Fall abzuchecken, ob die Glocke wirklich für alle Benachrichtigungen aktiviert ist. Und wenn ihr schon so auf süß unterwegs seid, dann checkt natürlich auch die Videobeschreibung oder den QR-Code aus, denn da sind meine anderen Social Media Kanäle verlinkt, und da gibt es noch mehr GTA 6 Content. Dankeschön. Ja, Freunde, GTA 6, Codename Fireball. Was steckt dahinter? Wie gesagt, Codenamen sind ja was Übliches in der Gaming-Szene. Mit den Codes versucht man quasi das Game erstmal geheim zu halten, oder man hat sich noch nicht offiziell für den Titel entschieden. Also, dass es auf jeden Fall ein Grand Theft Auto sein wird, ist klar. Aber ob es jetzt wirklich Grand Theft Auto 6 sein wird, das liegt in den Sternen. Denn wir erinnern uns, es gab ja auch ein GTA Vice City oder auch GTA San Andreas. Also, dass es GTA 6, GTA 6 sein wird, muss nicht unbedingt sein. Der Codename für GTA 4 lautete zum Beispiel damals Ice, und Ice steht ja umgangssprachlich auch für Diamanten, also für Bling Bling, und Diamanten waren ein sehr wichtiges Thema in GTA 4. Also da ist auf jeden Fall ein Zusammenhang zwischen Story und den Codenamen. Der Codename für GTA 5 hieß Rush, und das Ganze bezieht sich natürlich auf die ganzen Heights, egal ob in Online- oder Offline-Modus. Also auch da eine klare Verbindung. Doch für was steht jetzt in GTA 6 der Codename Fireball? Und wie wurde diese Codename überhaupt offiziell? Ja, Freunde, unter anderem hat Rockstar Games neue Mitarbeiter gesucht, wie zum Beispiel Synchronsprecher für ein Projekt namens Fireball, also ein Videospiel, was Fireball heißen wird. Und alle, die Rockstar Games kennen, wissen ganz genau, warte mal, was für Fireball? Und ganz groß zum Thema wurde es durch den Schauspieler Reggie Talley. Und dieser soll auch ein Charakter in GTA 6 sein, denn dieser hat quasi in seinem Lebenslauf Folgendes geschrieben. Fireball Real Titel TBD Supporting Rockstar Games. Also wenn das nicht klar genug ist, hat er unter anderem auch noch bestätigt, dass Fireball noch nicht der richtige Titel sei. Wer hätte das gedacht? Doch kurz Zeit später, nachdem das Ganze im Internet gehypt ist, verschwand der Eintrag wieder. Ja, da rief wahrscheinlich der CEO von Take-Two an und hat gesagt, ey Telly, das geht ja mal gar nicht. Kannst du mal bitte den Eintrag löschen? Und schwupps, war dieser weg. Ja, und das ist natürlich auch üblich für Rockstar Games. Die wollen alles bis zur letzten Sekunde geheim halten. Und genau das macht diesen Rockstar Games Mythos aus. Ja, und wie gesagt, dieser Schauspieler wird auch in GTA 6 zu sehen sein. Wie ihr hier in diesem Ausschnitt sehen könnt, das ist eine Mission in GTA 6. Da besucht man gerade den Club. Und er scheint der Clubbesitzer zu sein. Und wenn man sich die Spielfigur mit dem Schauspieler anschaut, ist da eine gewisse Ähnlichkeit auf jeden Fall da. Plus die Stimme ist identisch. Also kann man hier offiziell sagen, das ist der erste 100% bestätigte GTA 6 Charakter. So, und jetzt lösen wir den Codenamen auf. Für was steht Fireball? Ja, Freunde, mittlerweile wissen wir ja aus den Leaks von Insidern und Leakern, dass GTA 6 in Miami spielen wird. Ja, und im realen Miami gibt es auch eine Basketballmannschaft.
Mannschaft, und zwar die Miami Heat. Und diese haben ein spezielles Logo. Ja, Freunde, einen Feuerball. Und das ist bisher die logischste Erklärung für den Codenamen. Fireball steht quasi für Miami. So, Freunde, jetzt seid ihr gefragt, was haltet ihr von den Codenamen? Fällt euch was anderes ein? Schreibt gerne eure ausführliche Meinung in die Kommentare. Ich werde das Ganze auf jeden Fall lesen, beantworten und ein Herz da lassen. Dankeschön.